Buongiorno, wir sind wieder in Via Vitis d'Antonio und es ist wieder Zeit für ein Apero. Ich tue euch etwas Tolles präsentieren, oder tue dir etwas Tolles präsentieren, il Pecorino aus Pecorino Trube. Es ist kein Käse, es ist etwas zum Trinken. Zum Wohl. Und zum dem feinen Wein, heute kochen wir Spaghetti alle Vongole Risottati. Wir kommen zu dem Rezept für zwei Personen. 120 Gramm Spaghetti, 500 Gramm Vongole, 2 Deziliter Il Pecorino, Olivenöl, Knoblauch, Peperoncino, eine Frischbunderli, Peterli, Salz und Pfeffer. Einfach eine grosse Bratpfanne nehmen. Nehmen Sie den Knoblauch, einfach zerquetschen, rein. Peperoncino. Peterli, da können Sie einfach den Stiel wegnehmen und auch gerade rein. Den Rest brauchen wir nachher auch für Dekoration. Und Vongole und Visvi. Dann Deckel drauf und warten, bis sie aufgehen. Super, sind fast alle aufgegangen. Tipptopp. Jetzt in dem Sud rein. Dann nehme ich meine Spaghetti und tue die schön ausbreiten. Also, die Leute, die sie sagen, eine Flasche Wein ist mir zu viel, da sagen sie etwas falsch. Weil, sehen Sie, das köchelt und ich nehme ein Apero mit. Eine feine Muschel. Wunderbar. Das Ganze mit einem Mixstab durchmixen, bis das eine schöne Creme oder einen Schaum, bis das einen Schaum geht, eine schöne Creme geht. Schau mich an. Itzcremig. Itzcremig. Dann noch ein bisschen Soße. Drauf. Die Cremig da. Ein bisschen Peterli zum Dekorieren. Und noch ein bisschen Peterli für den Teller. Auch zum Dekorieren. Signori, il Pecorino aus Abruzzo von Firma San Lorenzo kombiniert mit Spaghetti alle Vongole Veraci Risottati. Buon appetito und viel Spass beim Nachmachen. Danke.